Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, es reicht, ich bin zu abhängig von Kaffee, ich muss jetzt damit aufhören. Wie es mir seitdem ergangen ist, ob ich immer noch Kaffee trinke oder nicht und was ich für Alternativen gefunden habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Pflanzenhunger-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe im Februar ein Video dazu gemacht, wie ich von Kaffee auf Lupinenkaffee umsteigen möchte und wie mein Entzug so die ersten paar Tage gelaufen ist. Aber ich habe gedacht, ich könnte euch mal ein kleines Update geben. Ich habe ungefähr einen Monat lang wirklich gar keinen Kaffee, überhaupt nicht nirgendwo irgendwo getrunken. Aber das habe ich auch nicht lange durchgehalten, weil ich trinke Kaffee wirklich sehr, sehr gerne. Natürlich, sonst wäre ich auch nicht so davon abhängig geworden. Also habe ich mit mir einen Deal gemacht und ich habe gesagt, okay Sarah, du kannst zwar Kaffee trinken, aber nicht mehr zu Hause. Und das war auch wirklich eine gute Idee. Wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin und wir uns treffen und Kuchen essen, dann freue ich mich schon richtig drauf, dass ich meinen Kaffee trinken kann und ich genieße das total. Und es ist nicht mehr so was Alltägliches und ich brauche das auch nicht mehr. Das heißt, ich trinke jetzt ungefähr 2 bis maximal 3 Mal die Woche Kaffee. Was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist, was mir jetzt richtig auffällt, ist, wie krass tatsächlich Kaffee auch so einen körperlichen Einfluss auf mich hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann merke ich direkt, wow, ich kriege so Energieschübe und mir wird warm und mein Kreislauf dreht richtig auf. Und ich habe auch danach, je nachdem wie viel Kaffee ich trinke und je nachdem wie viel Kuchen ich dazu esse, danach auch wirklich wieder so ein richtiges Energieloch. Zu Hause mache ich es jetzt so, dass ich Lupinenkaffee nutze. Ich habe ja schon im letzten Video Lupinenkaffee vorgestellt. Damals habe ich tatsächlich diese Lupinenbohnen genommen, die so ein bisschen verarbeitet sind wie Kaffee. Das heißt, man kann die so in so einen Kaffeefilter machen und aufgießen wie ganz normalen Kaffee. Und inzwischen bin ich auch noch auf einen anderen Kaffee umgestiegen. Der ist quasi so Instant-Lupinen-Kaffee. Der schmeckt mir ein bisschen besser und ich spare mir diese ganze Aufbrüherei. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache, weil viele sagen auch, das Ritual des Kaffeeaufkochens gehört so ein bisschen dazu und das schmeckt denen dann auch besser. Mir persönlich ist es einfach lieber, für diesen Instant-Kaffee muss ich halt einfach nur heißes Wasser nehmen und dann das über das Lupinen-Zeugs drüber machen und habe dann sofort Kaffee und er schmeckt mir auch ein bisschen besser. Ich habe auch entkoffinierten Kaffee ausprobiert und der schmeckt natürlich original nach Kaffee, aber ich fand den immer ein bisschen sehr, sehr, sehr mild. Also er hat sehr krass nach Blümchenkaffee geschmeckt und das war dann irgendwie auch nichts Richtiges. Es gibt auch Menschen, die mischen Lupine und Kaffeepulver. Das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber wer weiß, was noch so kommt. Also mache ich mir morgens jetzt meinen Lupinenkaffee als Morgenritual und das erfüllt tatsächlich seinen Zweck ganz genauso gut. Es hat natürlich kein Koffein drin, das heißt, es macht mich nicht so wach, aber ich bin dann auch nicht mehr so müde. Denn ich habe tatsächlich gemerkt, dass es echt lange gedauert hat, mehrere Wochen, bis so das Koffein so ein bisschen ausgeschlichen war aus meinem Körper. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl wieder, dass ich morgens wach werde und tatsächlich auch wach bin. Und das ist wirklich was, was mir sehr, sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen bin ich auch echt froh, dass ich den täglichen Kaffee hier zu Hause abgesetzt habe. Also zusammenfassend kann man sagen, ich kann den Kaffeeentzug tatsächlich wirklich nur sehr empfehlen. Mir hat es gut getan. Ich freue mich, dass ich nicht mehr so abhängig davon bin, dass ich den Kaffee morgens nicht mehr unbedingt brauche, um aus dem Bett zu kommen. Und dass, wenn ich Kaffee trinke, das auch viel, viel mehr genieße. Wie sieht es bei euch aus? Trinkt ihr Kaffee? Trinkt ihr keinen Kaffee? Überlegt ihr mal, einen Entzug zu machen? Oder habt ihr das sogar schon mal getan? Ich bin ganz gespannt auf eure Erfahrungen. Bitte, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn euch das Video richtig gefallen hat und ihr Bock habt, Pflanzenhunger zu unterstützen, dann schaut mal bei Patreon oder bei PayPal vorbei. Die Links sind alle unten in der Infobox. Wenn ihr Bock habt, meinem täglichen Wahnsinn zu folgen, dann könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Und ansonsten, ihr Lieben, sehen wir uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut, habt eine fantastische Woche und füttert euren Pflanzenhunger.